Bei ihrem ersten Date liegen Birte und Marc unter dem Sternenhimmel und sind zu schüchtern, irgendwas zu sagen. Um das Eis zu brechen, fragt Marc: Was meinst du, was all die Sterne uns sagen wollen? Hä? Natürlich gar nichts, antwortet Birte und erklärt ihm, was es mit den Sternen und ihrer Wissenschaft, der Astronomie, auf sich hat. Schon immer haben uns Menschen die Himmelskörper fasziniert und ihre Beobachtung hat sogar Kulte und Religionen begründet. Daher ist die Astronomie auch eine der ältesten Wissenschaften der Menschheit und beschäftigt sich seit jeher mit dem, was sich am Nachthimmel beobachten lässt. Heutzutage ist sie eine komplexe und vielseitige Naturwissenschaft. Mehr oder weniger alles, was jenseits der Erdatmosphäre zu finden ist, ist ihr Forschungsgebiet und man kann sich in verschiedensten Fachrichtungen spezialisieren. Zum Beispiel in der Astrometrie, die Position und Bewegungen der Gestirne berechnet, oder der Astrophysik, die sich mehr für die physikalischen Zusammenhänge interessiert. Ein weiteres Feld ist zum Beispiel die Planetologie, die im Grunde alle Himmelskörper untersucht, die keine Sterne sind, also Planeten, Kometen, Asteroiden und so weiter. Übrigens, nicht zu verwechseln ist die Astronomie mit der fast gleichklingenden Astrologie. Die Astrologie geht von dem Glauben aus, dass die Stellung der Sterne es ermöglicht, Ereignisse vorherzusagen oder auch Informationen über das Leben und Wesen von Personen zu erhalten, zum Beispiel in Horoskopen. Im Gegensatz zur Astronomie ist die Astrologie also keine empirische Disziplin und gilt als esoterisch überformte Pseudowissenschaft. Im Laufe der Jahrtausende hat sich die Begrifflichkeit der Astronomie immer weiter gewandelt. Einige Aspekte wurden verworfen, wie zum Beispiel die Astrologie, oder sie wurden zu eigenständigen Disziplinen. Außerdem wurde die Astronomie durch Erfindungen wie das Fernrohr, die Fotografie, die Spektroskopie und natürlich die Raumfahrt immer wieder revolutioniert. Wenn sich heute die Astronomie unter anderem mit fremden Sonnensystemen, weit entfernten Galaxien oder gar dem Universum an sich beschäftigt, mögen ihre Erkenntnisse oft klein und unbedeutend erscheinen. Dennoch sind viele davon essentielle Beobachtungen, die auch Rückschlüsse auf unseren Planeten und unsere Existenz zulassen. Als Birte ihren Monolog beendet, muss Marc stutzen und nach einem Moment der Stille fragt er sie schließlich: Und welches Sternzeichen bist du eigentlich?